Leute, willkommen zurück bei Barbarian Muskrats. Im heutigen Video dreht sich's mal wieder um die Corvette. Das eigentliche Review-Video kann ich noch nicht machen. Aufgrund der Witterung und der örtlichen Gegebenheiten kann ich das Auto nicht aus seinem Winterschlaf rausholen. Und das Auto fahre ich auch mit Saisonkennzeichen von April bis Oktober. Das heißt, vor April kann ich es hier nicht rausholen, um das eigentliche Review-Video zu machen. Da habe ich auch schon ein bisschen was in Planung und in Vorarbeit, weil ich bei diesem Video auch so einen kleinen Tribute an die 80er Jahre machen will. Jetzt so eine Mischung aus Car-Porn und 80er Jahre Tribute-Musikvideo. Da bin ich gerade schon ein bisschen am Rumexperimentieren. Diejenigen, die mich außerhalb von meinem Outdoor-Kanal kennen, die wissen ja, dass ich absoluter Fan der 80er bin, egal ob es jetzt Filme oder Musik ist. Und in die Richtung möchte ich da ein kleines bisschen was machen zu diesem Video dann, zu diesem eigentlichen Review. Aber da muss ich mir selber jetzt noch ein bisschen gedulden. Es ist so, das Auto habe ich inzwischen zugelassen, die Kennzeichen habe ich ja alle und alles ist eingetragen. Allerdings passen diese kleinen Kennzeichen, die ich Gott sei Dank auch genehmigt bekommen habe, nicht so recht in diese vorgesehenen Aufnahmen rein. Und deswegen muss ich mir eine Art Adapter oder ja, eine Maske, kann man es annennen, bauen. Jetzt erkläre ich euch mal ganz kurz den Sachverhalt. Bei der Corvette ist es so, dass man hier vorne eine Blende drauf hat. Da ist auch das Corvette-Logo drauf. Und wenn man diese Blende abnimmt, hat man darunter die Aussparung, die eigentlich dafür vorgesehen ist, das originale amerikanische Kennzeichen zu montieren. Und das passt natürlich hier super rein. Jetzt ist es so, ich habe Gott sei Dank ein kleines Kennzeichen genehmigt bekommen. Allerdings ist es zu klein. Das ist eben eine Idee kleiner wie das eigentliche amerikanische Kennzeichen und wirkt deswegen etwas verloren in dieser Aufnahme. Ich habe im Internet schon in mehreren Gruppen rumrecherchiert, aber da keine vernünftigen Lösungen dafür gefunden. Wenn ihr das mal anschaut, ist halt einfach nach rechts und nach links und nach oben und unten sehr viel Spielraum, was mir persönlich einfach nicht gut gefällt, weil das die Gesamtoptik irgendwie ein bisschen kaputt macht. Und selbst wenn man sich jetzt diesen schwarzen Clip-Rahmen drumherum noch vorstellt, ist es nur immer sehr klein insgesamt. Und deswegen möchte ich mir eine Art Blende bauen, die eben hier zusätzlich nur draufgeschraubt wird und auf diese Blende kommt dann eben erst das Kennzeichen. Ich möchte eben das nach die Seiten hin und nach unten einfach ein bisschen ausgleichen. Hinten gibt es ein ähnliches Problem, das werde ich aber jetzt allerdings nicht filmen, weil ich da sehr schlechte Lichtverhältnisse herin habe und auch kein zusätzliches Licht und das Auto auch nicht wirklich bewegen kann, hier wo es jetzt gerade steht. Ich weiß nicht, ob das dann im Video noch vorkommen wird, das werdet ihr dann schon sehen. Ich werde auf alle Fälle für hinten eine ähnliche Schablone oder eine Blende bauen müssen, wie man das auch immer nennen möchte. Jetzt erkläre ich euch ganz kurz, wie das Ganze funktionieren wird. Ich habe mir hier jetzt eine weiße 3 mm dicke Acryl-Plastikplatte bestellt. Und aus dieser Plastikplatte werde ich mir diese Blende dann herausschneiden. Ich möchte also diese eigentliche Blende verwenden, damit ich das Grundmaß habe. Zeichne mir das auf dieser Kunststoffplatte an, schneide mir das dann aus und diese Platte wird dann in die eigentlichen Aufnahmen vom Kennzeichen reingeschraubt und auf diese Plastikplatte kommt dann später erst das Kennzeichen mit der Clip-Halterung drumherum montiert. Und somit möchte ich eben diesen Spalt etwas optisch kaschieren und ausgleichen. Auf dieser Plastikplatte ist aktuell nur eine Schutzfolie drauf, deswegen wirkt die jetzt nicht ganz weiß bei euch. Und auf dieser Schutzfolie mache ich mir dann auch meine Anzeichnungen und werde das Ganze jetzt dann ausschneiden. Dazu müssen wir aber erstmal in meine Werkstatt gehen. So, jetzt befinden wir uns in meiner Werkstatt. Diejenigen, die meinen Hauptkanal kennen, denen dürfte die Werkstatt bekannt vorkommen. Hier arbeite ich an meine Filmmodelle und an meinen Dioramen. Und ja, jetzt gehen wir mal zur Fahrt über. Ich zeichne mir jetzt die genauen Umrisse von dieser Schablone auf dieser Kunststoffplatte an und dann werde ich mir das mit der Bandsäge ausschneiden.
Jetzt habe ich es zur Armprobe gerade schon mal grob eingepasst. Das ist jetzt natürlich noch nicht das Endprodukt. Ich muss da noch ein bisschen am Feinschliff arbeiten, aber es passt jetzt soweit schon mal ganz gut rein. Ich werde jetzt dann einmal diese blaue Folie abziehen. Dann sieht man das ein bisschen besser. Und ja, das gleicht jetzt nach links und rechts. Das ist ein Spalt schon einigermaßen gut aus. So habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Das Einzige, was ich mir jetzt noch überlegen muss, da habe ich mir im Vorfeld noch nicht genaue Gedanken gemacht, ist eben, wie ich diese Platte jetzt dann da befestige. Ob ich die an diesen eigentlichen Bohrungen befestige oder ob ich mir da speziell noch irgendwas baue. Und vor allem, wie ich dann nachher diese Clip-Halterung fürs Kennzeichen einpasse. Ihr seht es, wenn ich es ganz gerade hinstelle, geht es nicht rein. Das ist nämlich leicht schräg, also man muss das richtig so ein bisschen so einschieben, dass das dann auch komplett reingeht. So, jetzt habe ich die Folie mal abgezogen. Das ist jetzt natürlich um einiges weißer, wie das Weiß der Corvette. Klar, der Kunststoff ist nagelneu und der andere Kunststoff ist 33 Jahre alt. Aber ja, das vergilben und anpassen, das kommt ganz von alleine mit der Witterung. In der Zwischenzeit habe ich jetzt für hinten das Plastikschild hergeschnitten. Habe jetzt nicht mitgefilmt, damit es nicht zu langweilig wird für euch. Ihr seht es ja, ich habe hier wirklich sehr schlechte Lichtverhältnisse. Aber ja, es passt jetzt schon mal einigermaßen hier rein. Jetzt muss ich noch ein bisschen am Feinschliff arbeiten. Und als nächstes brauche ich jetzt diese Kennzeichen-Clip-Halterungen. Und dann lasse ich mir ein System einfallen, wie das alles miteinander befestige. So Leute, in der Zwischenzeit ist wieder einiges an Zeit vergangen und ich habe einiges an Nerven verloren, denn bei meinem ersten Versuch, diese Kunststoffplatte zu bohren, ist mir die Kunststoffplatte gesprungen. Jetzt habe ich es allerdings mit einem besseren Bohrer gemacht, der mehr Power hat, und habe auch was untergelegt beim Bohren und jetzt hat es auch ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich eben diese Kunststoffhalterung, diese schwarze, wo das Kennzeichen nachher eingesteckt wird, schon mal vorgebohrt, habe das hier ausgemessen in diese vorhandenen Bohrungen und habe auch diese Originalschrauben verwendet. Dazu habe ich aber auch diese Halterung ein bisschen ausfräsen müssen, dass diese Schraubenköpfe reingehen. Das ist allerdings nötig, weil durch diese Bohrungen, also das ist eine 6 mm Bohrung, habe ich teilweise keine komplette Fassung mehr ringsrum. Das heißt, der Schraubenkopf selber, der trägt auch zum Halt von dem ganzen Konstrukt bei. Ich habe das eben jetzt durchgebohrt, jetzt könnt ihr das sehen, hinten stehen jetzt die Schrauben raus und das Ganze wird jetzt dann eben so da vorne drauf geschraubt und ich hoffe, dass es jetzt diesmal funktioniert. Aktuell gerade auch wieder sehr schlechte Bedingungen, wir haben nämlich minus 11 Grad, was natürlich absolut scheiße ist, wenn man mit Fiberglas an Kunststoff arbeitet, aber ich will es jetzt einfach fertig kriegen und jetzt mache ich den Versuch, das anzuschrauben hier vorne. Ja, das Befestigen hat jetzt sehr gut geklappt. Ich habe das Ganze ein kleines bisschen so einfädeln müssen, weil das Original, diese Originalblende, die ist leicht schräg drinnen. Deswegen muss man das oben ein bisschen einführen und dann nach unten klappen, dass dann die Bohrungen wieder übereinander stimmen. Aber ich glaube, es kommt schon ganz gut raus, was ich eigentlich mit dem Ganzen vorhatte. Und zwar eben hier links und rechts diesen Freiraum, diesen Spalt auszugleichen. Ich habe es jetzt schon mal gut fixiert. Allerdings noch nicht komplett stramm gezogen, weil aufgrund der Kälte möchte ich eben vermeiden, dass jetzt das Ganze nur mal springt. Das werde ich aber dann halt im April, wenn es dann halt losgeht und ich auf die Straße kann, nur mal alles ein bisschen nachziehen. Und das Einzige, was halt jetzt so ist, dass halt das Weiß jetzt halt um einiges heller ist wie das Weiß von der Corvette. Aber da mache ich mir auch keine großen Gedanken. Das wird alles verwittern und vergilben und dann ist es mit Sicherheit angepasst an die Autofarbe am Ende. Aber ich denke, wenn man weiter weggeht,
So schlimm ist der Unterschied gar nicht. Und ja, ein bisschen durch die Gegend fahren und dann wird das Ganze mit Sicherheit passen. Jetzt schauen wir nur mal kurz drauf. Das Kennzeichen ist jetzt auch drinnen. Ich habe es bloß abgeklebt. Aber mit dem Ergebnis bin ich jetzt ganz zufrieden. So in etwa hatte ich es mir vorgestellt. Und jetzt muss ich bloß noch hinten die gleiche Lösung fertigstellen. Ja, jetzt bin ich dabei, die hintere Blende anzufertigen. Ausgeschnitten ist sie ja schon. Hier habe ich mir jetzt die Markierungen gesetzt, wo ich durchbohren muss. Und da wird das dann draufgeschraubt. Das sind relativ dicke Schrauben, die originalen, wo da drin waren. Also 6 mm, muss ich 6 mm Bohrungen machen. Und beim Bohren lege ich mir dann auch so Holz unter, weil, wie gesagt, wo ich an der vorderen Blende gearbeitet habe, bei den ersten Bohrungen ist mir diese Kunststoffplatte gesprungen. Deswegen bohre ich die jetzt erst mit einem kleineren Bohrer, mit einem 3 mm Bohrer vor und danach bohre ich sie dann mit einem größeren auf. Und auf die Rückseite mache ich mir noch so ein Crepe drauf, dass das zusätzlich einfach ein kleines bisschen gesichert ist beim Bohren. Ja, so schaut jetzt die hintere Halterung aus. Das Weiße ist, wie gesagt, wieder die Blende, worauf ich die Kennzeichenhalterung montiere. Da haben wir hier zwei Bohrungen. Das sind die Originalschrauben, die wo in die Aufnahme von der Corvette reinkommen. Die hintere Blende befestige ich nur mit diesen beiden Schrauben, denn die anderen zwei Halterungen, die an der Corvette sind, die wären außerhalb von diesem schwarzen Kennzeichenrahmen. Deswegen muss das dann auch hinten mit zwei Schrauben funktionieren. Die sind allerdings größer wie die vorne. Deswegen wird das auch funktionieren. Und die ganze Blende an sich hat eine leichte Klemmfunktion. Also das wird trotzdem nicht vibrieren. Das Einzige, wenn ihr jetzt hier her schaut, das kann man jetzt noch hin und her schieben. Und da ich sie unten nicht zusätzlich mit Schrauben befestigen kann, muss ich das jetzt noch auf diese weiße Blende draufkleben. Da habe ich einen sehr guten Kleber, den ich bei mir in der Arbeit verwende, in der Zahntechnik. Und mit dem fixiere ich jetzt die schwarze Halterung da drauf und die zusätzliche Klemmwirkung wird dann eben durch die Schrauben und durch die Blende an sich hergestellt. Das ist auf alle Fälle ein Cyankrylatkleber und der klebt wirklich innerhalb von Sekunden. Also der hat nicht nur den Namen, sondern der klebt wirklich sofort. Und ja, da wenn man Finger oder ein Augenlid hinbringt, dann ist es echt vorbei. Jetzt versuche ich nochmal kurz euch die Situation hinten zu zeigen. Ihr seht, dass das da eine relativ große Aussparung ist. Und wenn man da jetzt einfach die Kennzeichenhalterung, die schwarze, draufschrauben würde, dann hätte man nach links und rechts zu diesen Lichtern hin einen relativ unschönen Spalt und diesen Spalt, den gleiche ich eben mit dieser Blende aus, die ich jetzt halt auf diese Aufnahmen schraube. Ja, und so sieht das Ganze jetzt mit der Blende aus. Jetzt ist eben dieser Spalt nach links und nach rechts und nach unten etwas ausgeglichen und jetzt kann ich dann auch schon das Kennzeichen einsetzen. Ja Leute, dann sage ich jetzt einmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass es im nächsten Video dann schon mit dem richtigen Review von der Corvette losgeht und vor allem, dass ich auch meine Touren damit starten kann. Bis dahin, macht's gut und ciao.